denn wir werden uns in der Predigt heute mit einem Wort beschäftigen, was direkt auch mit dem Abendmahl zu tun hat. Jemand hat, das kann man gut auch auf das Abendmahl beziehen, mal gesagt, vergesst nicht, euch zu erinnern und erinnert euch, nicht zu vergessen. Das tun wir heute Morgen. Und ich habe eine Überschrift mitgebracht, die vielleicht ein bisschen grotesk wirkt oder shocking oder komisch oder sowas beim Abendmahl. Eine Todesbotschaft, was ist das? Aber es ist das, was dem Vers entnommen ist, der uns heute beschäftigen soll, den viele von euch schon sehr, sehr oft gehört haben, meistens beim Abendmahl. Und dieser Vers heißt aus dem 1. Korintherbrief, denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Wir verkünden also gleich, wenn wir das Abendmahl feiern, den Tod des Herrn. Das wird hier so explizit gesagt und das soll uns heute ein bisschen beschäftigen. Was heißt das eigentlich? Ist das eine Todesbotschaft, die wir hier verbreiten oder was steckt dahinter? Wir wollen das in drei Schritten tun, nämlich einmal kurz Missverständnisse erwähnen oder ausräumen, dann auch so ein bisschen gestern und heute schauen, also auf die Geschichte, was ist mit dieser Botschaft gemacht worden und wie ist sie verstanden worden, auch missverstanden worden. Und dann das Dritte, ja, wie machen wir es denn dann tatsächlich? Was steckt dahinter, wenn wir den Tod verkünden, indem wir Abendmahl feiern? Missverständnisse. Ihr seht hier ein Bild, kann man, denke ich, so ein bisschen ahnen, das ist so eine Art Gedenkstätte, ja? So ein Gedenkstein und sowas ähnliches. Ja? Und manchmal hat man den Eindruck, dass manche denken, dass so Abendmahl, Tod verkünden und gedenken und an Jesus denken. Und er hat ja auch gesagt, tut das zu meinem Gedächtnis, dass sie den Eindruck haben, dass so eine Totengedenkfeier. Vielleicht auch durch die Erfahrungen, die man gemacht hat in verschiedenen Gemeinden, auch gerade unsere Gemeindebewegung, hat da ja durchaus ein bisschen einen Hang gehabt, es zu ernst zu nehmen, zu schwarz und zu dunkel zu feiern, würde ich mal so sagen. Ich habe das als Kind, als ich von außen dazu kam, so ein bisschen noch erlebt und dann hat sich es aber geweitet und die richtige Balance gefunden. Denn das Abendmahl ist in der Tat kein Totengedenken. Ganz wichtig, ja. Die Balance zwischen Ehrfurcht und Freude und zwischen Respekt vor Gott und Hoffnung, das ist das Geheimnis dabei und das gilt es zu finden. Das hatten die ersten Christen wohl geschafft, denn es wird von ihnen gesagt, dass sie zusammen waren in einer großen Ehrfurcht oder in manchen Übersetzungen heißt es dort in einer großen Furcht vor Gott und in einer großen Freude. Darum geht es ja. Und das wünsche ich uns heute Morgen, dass wir das auch hinkriegen. In einer großen Ehrfurcht und einer großen Freude, das Abendmahl zu feiern. Denn wir feiern kein Totengedenken, sondern Jesus lebt. Deswegen heißt es ja dann auch in dem Vers, bis er wiederkommt, sollen wir das tun. Ja? Er kommt, weil er da ist, weil er lebt und deswegen feiern wir. Das Zweite, gestern und heute, also ganz am Anfang so der ersten Jahrzehnte der christlichen Gemeinde und natürlich auch der Abendmahlsfeiern, des Gedenkens an den Kreuzestod, da schreibt Paulus schon, dass das nicht so einfach war mit dieser Botschaft. Und er sagt dort, aber wir verkünden, dass gerade der Gekreuzigte der von Gott versprochene Retter ist. Global gesehen und religionsmäßig gesehen eine völlig abstruse Botschaft. Und das auch damals schon, denn das sagt er weiter, für die Juden ist das ein Skandal. Und da könnte man sagen, die Juden, das sind die religiösen Menschen. Und da ist das heute eigentlich auch ein Skandal, dass ein anderer für mich stirbt, dass da ein schrecklicher Tod verbunden ist, Blut und so weiter. Und dann heißt es für die anderen Völker eine Dummheit, eine Torheit. Die anderen Völker waren oft auch die griechisch Denkenden, von denen wir ja stark geprägt sind in Europa und Amerika. Und die dann das so empfunden haben. Was für ein Quatsch. Da gibt es ja auch diese Felszeichnung irgendwo, wo man ein Kreuz
Zeilen hatte und einen Eselskopf dran und dann drunter geschrieben hat, der Gott von sowieso. Also wo man diesen Menschen da dann verspottet hat, dass er an diesen Gott glaubt. Das ist also die Dummheit in den Augen der anderen Völker. Und so hat sich auch bereits im alten Rom natürlich auch gewisse Gerüchte gebildet. Diese Gruppe trifft sich da, die sind da für sich und keiner darf dazukommen und alles nur untereinander. Und die trinken da Menschenblut und essen Menschenfleisch. Und solche Dinge waren also schon im Römischen Reich sozusagen unterwegs und haben sich natürlich durch die Geschichte durchgezogen. Wenn wir jetzt weiterschauen über die Jahrhunderte und so ins Ende des 17., 18., 19. Jahrhunderts kommen, da kippt das nochmal in der Weise, weil ja zum einen diese sogenannte Aufklärung in der Zeit entstanden ist, also da, wo gesagt wurde, wir müssen uns, das war ja zum Teil auch richtig, von der Macht der Kirchen trennen, von manchen Lehren, die die Menschen geknechtet haben, die nicht in der Bibel zu finden sind. Und wo dieser Satz dann gefallen ist, den Menschen zu befreien aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Fakt war in dieser Zeit, dass es vor allen Dingen um den Verstand ging, ja, um die Vernunft. Ja. Die Vernunft wurde zum Maßstab aller Dinge und daher der Mensch selber, der Mensch wurde zum Maßstab aller Dinge. Gott wurde sozusagen vor die Tür gestellt, abgeschafft. Das hat sich dann natürlich auch in die Theologie weiter ausgewirkt. Ihr kennt vielleicht das Stichwort liberale Theologie oder historisch-kritische Methode. Das heißt, dass der Mensch angefangen hat, die Bibel zu lesen, nicht mehr dabei unter Gottes Wort zu stehen und Gottes Wort als das Höchste zu akzeptieren, sondern die Bibel gelesen hat und über die Bibel gerichtet hat, sie kritisiert hat und entschieden hat, was ist okay, was ist wirklich Gottes Wort und was haben sich die Menschen da dazu gedichtet. Und dabei kam eben ganz klar auch die Vernunft als die tragende Motivation zum Ausdruck. Und alles, was der Vernunft oder was nicht mit der Vernunft erklärbar war, war eben nicht Gottes Wort. Konnte nicht sein. Also die Prophetien im Alten Testament, die ja mehrere hundert Jahre ausgesprochen wurden, bevor sie eingetreten sind, konnte gar nicht sein. Ja, das hatte man hinterher dann sozusagen denen in den Mund gelegt. Die Wunder von Jesus konnten nicht sein. Die Jungfrauengeburt konnte nicht sein. Das mit dem Kreuz war sowieso ganz schwierig. Dass er gestorben ist, naja, das hätte ja sein können, aber dass er auferstanden ist, konnte auf keinen Fall sein. Und so ging es eigentlich quer durch die Bibel. Und es ist nicht mehr viel übrig geblieben. Heute ist das noch einmal ein Stück entflammt sozusagen oder weitergeführt bis in unsere evangelikalen Kreise hinein. Jürgen Fischer hat ja vor 2-3 Wochen in der Predigt das sogenannte Worthaus erwähnt, wo viele Vorträge und so weiter zu finden sind, wo viele leider auch aus unseren Gemeinden sich Wissen zu holen meinen. Und da wird es eben auch sehr stark transportiert. Einmal diese wunderkritische Theologie, also das, was man sich nicht erklären kann, das kann irgendwie nicht sein. Das haben in den Evangelien, hat die Gemeinde hinterher sozusagen Jesus in den Mund gelegt, um ihn größer zu machen oder um ihn gut darzustellen. Und es gibt natürlich auch und auch vermehrt eine sühnekritische Theologie. Das heißt, dieser ganze Gedanke, den wir heute Morgen feiern, dass Gott Jesus gesandt hat für uns, dass er für uns gestorben ist, dass er sein Blut vergossen hat, dass wir durch sein Opfer erlöst sind. All diese Sühnegedanken werden abgelehnt. Man sagt, das ist nicht der Gott der Bibel. Gott ist doch kein rächender, kein blutrünstiger Gott, der das Opfer seines eigenen Sohnes haben will und so weiter. Und man merkt, dass zum einen die Vernunft regiert und zum anderen auch eigentlich Gott nicht wirklich gekannt wird bei diesem ganzen Unternehmen. Auch das hat Paulus eigentlich schon geschrieben im 1. Korintherbrief, wenn er sagt, ein natürlicher Mensch, also ein Mensch, der nicht unter der Herrschaft des Geistes Gottes steht, kann nicht erfassen, was vom Geist Gottes kommt. Er hält es für Unsinn und kann nichts damit anfangen, weil es eben durch den Geist beurteilt werden muss.
den Geist Gottes haben, heißt eben dann auch, Gott kennenzulernen. Gott immer mehr kennenzulernen, aber überhaupt auch zu kennen. Und auch die Zusammenhänge, die er mit unserem Leben sieht. Wir haben das vorhin in dem Lied am Anfang gehört. Wer ihn kennt, wer ihn nennt, schlagt die Augen nieder. Kommt, ergebt euch wieder. Das wird uns noch beschäftigen, aber jetzt erstmal, wer ihn kennt, wer ihn nennt. Ja, darum geht es. Deswegen kann man sagen, je mehr ich Gott kenne, desto mehr erschließt sich sein Handeln. Das zum Beispiel vom Abendmahl, das wir heute feiern, aber auch sein Handeln in deinem Leben, was du manchmal überhaupt nicht verstehst, vielleicht gerade jetzt, auch heute. Du sitzt hier und hast Fragen über das, was in deinem Leben passiert und kannst Gott nicht verstehen. Weil je mehr wir ihn kennenlernen, desto besser können wir das einordnen und laufen nicht Gefahr, völlig abwegige Gedanken zu denken, die gar nichts mit dem zu tun haben, was wirklich passiert. Ich möchte euch das an einem Beispiel deutlich machen, das ich neulich erlebt habe, wo ich hinterher dann drauf kam, Mensch, das ist ja genau das, was uns oft auch im Glauben passiert, obwohl es eigentlich gar nichts damit zu tun hat. Ich war einkaufen, irgendwo in einem Supermarkt hier und stand mit meinem Wagen an der Kasse. Schön mit Abstand, das Gute an Corona ist ja, ein Gutes an Corona ist ja, dass die Leute einem nicht mehr in die Hacken fahren an der Kasse. Und habe da gewartet und auf einmal kam da jemand mit einem, so einem anderen Wagen, einem Extrawagen, und hatte so mindestens 15 Steigen Erdbeeren da in seinem Wagen. Guckte er so und naja, fuhr dann zur Kasse und bezahlte und brachte die weg. Das ist erstmal so ganz nüchtern der Ablauf. Könnte das ja ganz verschieden abgelaufen sein, ne? Je nach Umständen. Nehmen wir an, ich wäre einkaufen gegangen, weil meine Oma mir gesagt hat, ich brauche unbedingt 6 Packungen Erdbeeren, ich will noch einen schönen Erdbeerkuchen machen. Und ich gehe in den Laden und alles leer. Ja, passiert ja schon mal, ne? Keine Erdbeeren mehr da, alles leer gekauft, nur noch die leeren Schachteln da rumstehen. Ja, und dann hole ich die anderen Sachen und gehe zur Kasse. Dann kommt der da mit den 15 steigen Erdbeeren um die Ecke und dann könnte man ja in Wallung geraten, könnte alles Mögliche denken. Ja, ist der denn zu? Kann der nicht vorher bestellen? Warum kauft er hier alles leer und so weiter? Ja? Also alles Mögliche an Gedanken kommt dann in unser Leben, weil wir die ganze Situation gar nicht kennen. Und es kann dann auch richtig zu Streit führen, richtig Stunk geben. Das erlebt man ja manchmal heute auch an der Kasse. Ja. Bei mir war es aber ganz anders. Ich kannte nämlich, erstmal musste ich keine Erdbeeren kaufen, aber dann kannte ich die Person auch. Und ich wusste schon mal, nein, der ist nicht jemand, der den Leuten das Zeug wegkauft und der hat wahrscheinlich vorbestellt und so weiter, ist alles gut. Außerdem wusste ich auch, wo er arbeitet und ich habe mir schon gedacht, na, das ist bestimmt nicht für ihn selber, ist ja auch ein bisschen viel, auch wenn man gerne Erdbeeren isst, sondern ist bestimmt für seine Arbeit. Hat sich dann auch so rausgestellt, haben kurz gesprochen. Und dann war alles gut. Ja. Ich brauchte mich nicht aufregen und war alles geklärt, weil ich die Umstände kannte, weil ich die Person kannte, war das klarer. Ja? Und genau das ist der Punkt hier, dass wenn ich die Umstände kenne und wenn ich Gott kenne, dann kann ich besser verstehen, obwohl es immer noch ein unverständliches Geschehen ist, was Gott da tut, aber dann kann ich besser verstehen, dass er Jesus hingegeben hat, seinen Sohn für uns gegeben hat, dann kann ich die Liebe einordnen lernen, dann kann ich aus dem Ganzen, auch wenn ich Abendmahl feiere, einfach meine Beziehung zu Gott vertiefen. Und auch lernen, bei den Fragen meines Lebens einfach immer wieder dran zu denken, wie ist Gott? Wie ist er nicht? Was hat er mit meinem Leben vor? Und wie kann ich das jetzt durchstehen, was ich gerade erlebe? Der dritte Bereich, jetzt direkt zum Eigentlichen zum Text, wie jetzt den Tod verkünden. Was heißt das jetzt genau? Warum steht das hier? Warum ist das so wichtig? Warum ist das eine zentrale Botschaft des Evangeliums und auch des Abendmahls? Wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann sehen wir, dass es dort 3 verschiedene Arten des Todes gibt. Einmal der sogenannte geistliche Tod. Das heißt, dass ich von Gott abgeschnitten werde, dass meine Beziehung zu Gott gekappt wird. Zum Beispiel, wie wir es am Anfang hörten, durch Untreue, durch Ungehorsam, durch
das, was am Anfang der Bibel ja beschrieben wird, kommen wir gleich noch. Das ist der geistliche Tod. Dann gibt es als zweites, das kennen wir natürlich, den körperlichen Tod, da wenn unser Körper aufhört zu arbeiten, warum auch immer. Und als drittes spricht die Bibel noch von dem ewigen Tod, das, was in der Offenbarung am Ende beschrieben wird, also nach dem Gericht Gottes, die ewige Trennung von Gott, die auch nicht mehr rückgängig zu machen ist. Und wenn wir jetzt an den Anfang schon erwähnt der Bibel schauen, in 1. Mose 3, diese Geschichte von der Untreue der Menschen sozusagen, da geht es also nicht um Obst oder so oder Ähnliches, sondern da geht es darum, dass die Menschen untreu werden und dass damit sozusagen die Strafzahlung für die Ablehnung gezahlt wird, unter Gott zu bleiben. Der Tod, so hat Gott es vorher gesagt, ist die Strafzahlung, Römerbrief, der Tod ist der Lohn für die Sünde, dafür nicht unter Gott zu bleiben, selbst herrlich, eigenmächtig zu werden. Wenn wir uns den Ursprung dessen in der Bibel anschauen, dann sehen wir ganz klar, dass das genau der Wesenszug des Satans und seiner Engel ist. Der Grund, warum er aus dem Himmel hinausgeworfen wurde, war, dass er sein wollte wie Gott. Dass er nicht mehr unter Gott bleiben wollte. Er hatte eine hohe Stellung, sagt die Bibel, aber er wollte nicht unter Gott bleiben und hat rebelliert in Stolz und Hochmut. Und deswegen erinnern wir uns, wenn wir das Abendmahl feiern, unter anderem, da ist nicht irgendein Mensch irgendwie gestorben, sondern es geht bei dem Ganzen um diesen Tod, der in 1. Mose 3 eintritt und um seine Ursache aus der Welt zu schaffen. Etwas dem entgegenzusetzen, diesem Hochmut, dieser Selbstzentriertheit, dieser Eigenmächtigkeit. Das erste Menschenpaar hat Entscheidungen getroffen. Dort im Garten Eden. Und die Motivation war Selbstbestimmung, Hochmut und auch Misstrauen. Was sollte Gott gesagt? Da meint er es wirklich gut mit euch. Hört, guckt doch mal hin, der will euch doch nur knechten, der will euch doch nur das Beste vorenthalten. Ja? Misstrauen und Selbstbestimmung. Und das Interessante ist, dass Jesus vor seinem Tod und im Tod genau die Entscheidungen getroffen hat, die dem diametral entgegengesetzt sind, die diese Haltung ausschalten, nämlich Entscheidungen aus der Demut heraus, aus der Sanftmut heraus, wie er sich selbst beschrieben hat, und aus dem Vertrauen auf den Vater, trotz allem. Er sagt im Garten Gethsemane: Vater, wenn du willst, dann kannst du diesen Kelch an mir vorübergehen lassen. Doch nicht mein Wille, sondern der deine geschehe. Das ist das Zentrum. Ja. Nicht mein, sondern dein. Das war das, was im Garten Eden nicht passiert ist. Dort hieß es mein Wille und nicht dein Wille. Ja. Oder im Vater unser, was wir noch beten werden, die Bitte, dein Wille geschehe. Das hat uns Jesus gelehrt. Das ist eine der wenigen wichtigen Dinge, die wir immer wieder beten sollen. Dein Wille geschehe. Oder Jesus hat selbst von sich nochmal gesagt in Johannes 6, denn ich bin nicht vom Himmel herabgekommen, um meinen Willen durchzusetzen, sondern um zu tun, was der will, der mich geschickt hat. Das leuchtet, oder das scheint immer wieder durch. Das betont Jesus immer wieder, weil es genau der Knackpunkt ist. Deswegen verkünden wir eben jetzt den Tod des Herrn, weil da die radikale Wende passiert ist, weil da aus dieser hässlichen Fratze der teuflischen Lüge und des Stolzes der liebevolle Blick des Lammes wird, voller Demut und Sanftmut Gott ehrend. Ich weiß nicht, wer schon mal ein Lamm auf dem Arm hatte oder damit zu tun hatte. Lamm fromm, sagt man im Deutschen ja auch. Ja, ist also schon ein Bild für Demut und Wehrlosigkeit einerseits,
Andererseits wird Jesus auch in der neuen Welt das Zentrum sein, auf dem Thron als Lamm sitzen. Aber hier ist dieser liebevolle Blick des Lammes die Art von Jesus, Demut und Sanftmut. Und deswegen, glaube ich, hat Johannes der Täufer auch, als er Jesus das allererste Mal gesehen hat, obwohl er schon viel von ihm gesprochen hatte und der Wegbereiter war, aber das allererste Mal sieht er ihn und sagt, schaut hin, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegträgt. Ich mache euch Mut, wenn ihr das noch vertiefen wollt, mal mit einer Konkordanz oder dem Bibelserver nach Lamm zu suchen und dann runter zu scrollen bis in die Offenbarung und das mal zu lesen, was da alles über das Lamm steht. Welche wichtige Rolle immer noch das Lamm dort hat, bis in das neue Jerusalem rein, wird es eine zentrale Rolle spielen als das Lamm, was geschlachtet wurde. Wenn wir also erinnern und seinen Tod verkünden, dann machen wir diese Art des Lammes zum Thema. Nicht den Tod, aber dass er diesen Weg gegangen ist, diese Art des Lammes, wir inhalieren sozusagen seine Gene der Demut, der Sanftmut, der Ergebung unter Gott. Wir lernen von seiner Haltung, die am Kreuz noch zum Ausdruck kommt, wo er sagt, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Wir nehmen sozusagen ein Heilmittel gegen das Gift des Hochmutes und des Stolzes, was immer noch unser Leben beeinflusst. Was hinter vielen Schwierigkeiten steckt, die wir ganz praktisch im Alltag haben, miteinander und mit uns selbst. Das Gift des Hochmutes, was uns hindert zu vergeben. Nö. Soll er auch zuerst kommen? Nö, das sehe ich überhaupt nicht ein. Das ist Stolz, ganz einfach. Einfach stolz, ja. Das ich, nö, mache ich nicht. Der andere soll kommen. Das Gift des Stolzes, das in Verbitterung führt, weil man bei der Eigenliebe bleibt. Das Gift, was das Misstrauen gegenüber Gott fördert. Das Gift, was Streitereien verursacht. Ungeduld und Missgunst unter uns. Das Gift des Stolzes, was Gemeinschaft und Beziehungen krank macht. Wir sehen also, dass das ganz praktische Auswirkungen hat, ob ich das ernst nehme, dass es ganz persönlich werden kann. Und ich möchte an der Stelle euch an das Passafest im Ägypten erinnern, wo das Volk Israel das erste Mal das Passafest gefeiert hat. In jedem Haus sollte ein Lamm geschlachtet werden. Das Blut dieses Lammes sollte an die Türpfosten des eigenen Hauses gestrichen werden. Haushalt für Haushalt. Das Wort kennen wir jetzt ja auch. Ja. Da kann ich nicht sagen, oh, die Nachbarn haben das aber schön gemacht und die ganze Straße hat das gemacht, ja prima. Da ging es darum, dass es an jedem Türrahmen war und nur dort ist der Engel vorübergegangen. So heißt das einfach, dass ich das, was Jesus getan hat, auch die Art des Lammes, diese Ablehnung des Stolzes auf meine eigene Situation beziehe und handle und damit weiter umgestaltet werde in sein Bild, wie es im Korintherbrief auch heißt, in das Bild des Lammes, könnte man jetzt hier sagen. Ein altes Lied sagt das sehr treffend. Herr, weil ich weiß, dass du mein Retter bist, vertraue ich still. Weil du für mich das Lamm geworden bist, vertraue ich still. Weil ich durch dich dem Tod entrissen ward, präg tief in mich, Herr, deine Lammesart. Darum geht's. Die Art des Lammes, Sanftmut und Demut. Deswegen wollen wir heute einmal mehr den Tod des Lammes verkünden mit der Feier des Abendmahls. Und ich lade dich ein, das wirklich persönlich anzuwenden, auch von den Beispielen, die ich vorhin gebracht habe. Vielleicht steckst du in so einer Situation, dass du jemanden nicht vergeben willst oder dass du in Neid und Streitereien lebst oder was auch immer. Ja. Dass du Brot und Kelch gleich nimmst und dabei in deinem Herzen sagst, ja, Vater, dein Wille geschehe. Ich
möchte unter dir bleiben, ich möchte deine Gebote beachten, ich möchte jetzt diese Sache klären. Alles, was in meiner Macht steht, möchte ich tun, mit deiner Hilfe, mit deinem Beistand. Und du verabschiedest dich ein Stück von Hochmut und Stolz. Du findest Frieden in deinem Herzen bei Jesus, bis Jesus wiederkommt und mehr noch bis in die Ewigkeit, bis wir wirklich ganz bei ihm sein werden und mit ihm das Mahl feiern werden. So hat das ja gesagt, das wird ein Fest, was das Lamm für uns vorbereitet hat. Deswegen wollen wir jetzt auch nochmal diesen Blick in die Ewigkeit tun, der unser Ziel ist, durch das Lied, was wir eben schon einmal gehört haben, und uns so nochmal auf das Abendmahl vorbereiten. Ich möchte aber vorher noch mit uns beten und lade uns ein, dazu aufzustehen. Lieber Vater im Himmel, danke für deinen Sohn, den du hergegeben hast. Und Herr Kyrios, Jesus, danke, dass du dich losgerissen hast vom Herz des Vaters, dass du gekommen bist hier zu uns, weil wir den Himmel nicht erlangen konnten, hast du ihn zu uns gebracht und hast dich für uns gegeben, hast uns vorgelebt, was es heißt, unter Gott zu bleiben und von ihm geprägt zu sein, in Demut und Sanftmut und Klarheit. Danke dafür. Du bist für uns das Lamm geworden und wir möchten deine Art immer mehr verinnerlichen und den Vater so ehren. Du bist das Lamm, das auch in der Ewigkeit unser Licht sein wird, so sagt es dein Wort. Und darauf freuen wir uns, wenn keine Sonne und kein Mond mehr nötig ist, sondern du unser Licht bist, mittendrin. Und wenn wir gleich das Brot und den Traubensaft aufnehmen, dann schenke es doch. Wir möchten dann deine Art der Sanftmut und Demut in uns denken und fühlen, aufnehmen. Mache du uns heil, wo das schwierig ist, durch unsere Erfahrungen, und verändere uns weiter in dein Bild. Dir wollen wir alle Ehre geben, Herr.